Ja, Fliegen soll ja immer noch sicherer sein als Autofahren. Wenn dann aber mal ein Flugzeug verunglückt, dann ist das immer eine schreckliche Katastrophe. Zu solch einer wäre es fast gekommen, als den Piloten einer Maschine der Lufthansa-Tochter Germanwings beim Landeanflug so schlecht wurde, dass sie den Flieger fast nicht mehr landen konnten. Schuld war das Nervengift TCP, das wohl häufiger mal ins Cockpit strömt. Ein Pilot packt aus. So gefährlich ist das Gas wirklich. Wir treffen Flugkapitän Andreas Titelbach in Frankfurt. Der Tag, an dem sein Traumberuf zum Albtraum wurde, hat er nie vergessen. Der krasseste Fall war natürlich am 18. Januar 2002 auf einem Flug von Frankfurt nach Katowice und wieder zurück. Und auf dem Rückflug ging es dem Co-Piloten und mir wirklich zunehmend schlecht. Wir hatten sehr starke Kopfschmerzen und zwar übel. Schnell ziehen sie Sauerstoffmasken an und machen eine erstaunliche Beobachtung. Das Erschreckende war, dass als wir die Sauerstoffmasken auf hatten, es war, als ob man uns einen Vorhang vom Gesicht weggezogen hätte. Wir haben gemerkt, wir waren kurz vor der Bewusstlosigkeit wahrscheinlich, vor der Handlungsunfähigkeit. Wir haben vorher gar nicht realisiert, wie benommen wir schon waren. Tage nach der Landung bemerkt Andreas Titelbach seltsame Reaktionen an seinem Körper. Ich war nicht belastbar, habe schlecht geschlafen und ständig diese Kopfschmerzen, habe unter Infekten gelitten, hatte 3 Tage am Stück Schluck auf Tag und Nacht, konnte sich keiner erklären, was das sein könnte. Und ich bin irgendwann zum Pflegearzt gegangen und habe gesagt, ich bin immer noch krank, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht warum. Und da hat er gesagt, na, das ist bestimmt psychosomatisch, Sie sind ja körperlich gesund, machen Sie mal eine Psychotherapie. Er macht eine Psychotherapie und steigt wieder ins Cockpit. Dann habe ich wieder angefangen zu fliegen, hatte ständig wieder irgendwelche Unfälle mit Öldämpfen. Und wieder wird Andreas Titelbach krank, lässt sich untersuchen, diesmal im Ausland, das Ergebnis ein Schock. Dann habe ich mich untersuchen lassen im Ausland, in England, in den USA. Und dann stellte sich heraus, dass es neurologische Schäden gibt am Zentralnervensystem, an der Großhirnrinde, dass alles Mögliche nicht funktioniert. Flug untauglich, Karriere beendet. Andreas Titelbach beginnt zu recherchieren. Auf einigen seiner schicksalhaften Flügen haben Techniker auslaufendes Öl in den Triebwerken entdeckt, erzählt der Flugkapitän. Kleine Tropfen, die auf der heißen Turbine offenbar verdampften. Fatal, diese Dämpfe können auch ins Flugzeug gelangen. Denn frische Luft wird in fast jedem Flugzeug durch eine Zapfanlage in der Turbine angesaugt. Verdampft dort Öl, zielen die Dämpfe mit zu den Passagieren und Piloten. Das Schicksal von Andreas Titelbach ist kein Einzelfall, sagt Jörg Handwerk von der Pilotenvereinigung Cockpit. Leider haben wir auch in der Vereinigung Cockpit schon mehrere Fälle von Piloten, die ihre Fluguntauglichkeit auf diese Öldampfvorfälle zurückführen, die mehrfach schwerere Öldampfvorfälle erlebt haben und heutzutage mit Nervenschäden nicht mehr fliegen können. Dass Passagiere und Crew so schlimm krank werden können, liegt offenbar auch an der Zusammensetzung des Turbinenöls. In dem Schmierstoff stecken geringe Mengen sogenanntes TCP, Tricresylphosphat, ein Nervengift. Also TCP ist definitiv im Öl, das ist ja ein Zusatz, der extra hinzugefügt wird. Und es gibt auch schon Beweise dafür, dass TCP in der Kabine gemessen wurde. Aber TCP ist nur ein Stoff von vielen. Wir haben fast 200 Stoffe schon gefunden, die bei so einem Öldampfvorfall vorkommen können in der Kabine. Dieses Nervengift ist ein willkommener Schmierstoff für Triebwerkswellen. Tropft also Öl mit dem Nervengift auf eine heiße Turbine, können diese giftigen Dämpfe durch die Frischluftanlage ins Cockpit oder in die Kabine gelangen. Sie können krank machen, sagt Toxikologe Dr. Tino Merz. Gifte können zwar kurzfristig im Körper wieder abgebaut werden, doch langfristig können sie massive Schäden im Menschen verursachen, so der Gutachter. Die Reizbarkeit steigt gleichzeitig gibt es aber eine Antriebsschwäche, das heißt also Lustlosigkeit und Reizbarkeit. Also man verändert sich dann schon sehr negativ und der Rang zum sozialen Rückzug. So, der nächste Schritt ist dann, dass dann im Mentalen das Gleiche passiert, mentale Langsamkeit, Konzentrationsschwäche und vor allen Dingen Schwäche im Kurzzeitgedächtnis. So wie vielleicht im Krankheitsverlauf von Andreas Titelbach? Er will seine Airline jetzt verklagen. Vielleicht waren es auch diese gefährlichen Öldämpfe, die zum Beinahe-Absturz bei Germanwings 2010 in Köln führten. Die Piloten wurden im Landeanflug fast ohnmächtig. Nach Maintower-Informationen entdeckten Ärzte tausende tote Zellen im Blut eines der Piloten. Rauch im Cockpit, ob Öl, Kabelbrand oder Kurzschluss, fast täglich kommt es weltweit zu einem Zwischenfall dieser Art. In Deutschland in diesem Jahr offiziell schon mehr als 60 Mal. Maintower legt eine Liste der Vorfälle vor.
Das einzige Flugzeug, das derzeit keine Frischluft aus der Turbine aufsaugt, ist die neueste Erfindung von Boeing, der Dreamliner. Er zieht die Luft am Rumpf. Lufthansa sieht derzeit keine Probleme mit ihrer Kabinenluft, will aber das Ölproblem am Triebwerk, wie an der A380, ernst nehmen. Alle Turbinen sollen so oft wie möglich gereinigt und kontrolliert werden. Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut entwickelt die Airline ein Messinstrument, das Giftstoffe in der Kabine erkennen soll. Und Bleche in den Turbinen sollen auslaufendes Öl auffangen. Andere Airlines wollen folgen. Bis all diese Maßnahmen greifen, kann es Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern. Die Wahrscheinlichkeit, dass man als Passagier oder Pilot in einem Flugzeug sitzt, in dem Öldämpfe ins Cockpit ziehen, ist jedoch sehr gering, aber nicht auszuschließen. Das war für Main Tower vom Frankfurter Flughafen Andreas Graf.